Moin, was macht ihr denn hier? Da könnten wir ja eigentlich noch mal einen Rumpf bauen, wa? So, ich habe hier eine kleine Auswahl von den Dingen, die wir heute Abend brauchen, schon mal vorbereitet. Als erstes, ich baue die Rümpfe aus, innen und außen mit Spreadtau. Habe ich schon vorgeschnitten hier. Dann undirektionales Gewebe, das heißt die Fasern laufen in eine Richtung. Dann brauchen wir, um den 2,4 GHz tauglich zu machen, Glasgewebe. Dieses Glasgewebe sieht, ist schon eingefärbt. Jetzt denkt ihr, na, der nimmt silbernes Gewebe. Nee, das wird nachher schwarz, wie ihr hier bei den Rümpfen sehen könnt. Also das heißt, die Nase ist ganz normal in der gleichen Farbe wie das Kohlegewebe. Dann brauchen wir natürlich wieder unsere Pommesschale, eine ganz normale Schaumwalze, Zwirnsfaden, kommen wir nachher noch zu, ein bisschen Sekundenkleber, dann Aluminiumplättchen für die Schraubverbindung, etwas Kohle-Roving, das ist nur jetzt ein Muster. Zwei Ballons, etwas Talkumpuder, ganz klein bisschen Klebeband, eine Schere, die gewölbt ist, ein Rollmesser und ein Holzbrett mit Nägeln. Da kommen wir nachher auch noch zu. So, dann eine Form. Diese Form ist etwas anders als die üblichen. Ihr kennt das bestimmt überall. In den Netzen steht drin, dass das hinten mit Propaver gemacht wird. Ich habe hier Polymerbeton drin. Der Vorteil ist, dass sie extrem hohe Drücke nachher beim Aufblasen ab kann, ohne zerstört zu werden. Jo, dann legen wir mal los. Achso, halt! Noch was vergessen. Und wir brauchen noch eine Lanze, wo wir gleich noch den Ballon drauf aufziehen. So, und das machen wir jetzt gleich mal als erstes. Norbert wechselt jetzt bestimmt einmal eben die Kamera um.